und herzlich willkommen zu meinem, ja, zu meinem dritten Geschichten zum Berichten Video. Heute habe ich euch mal wieder nicht nur eine Geschichte, es ist nämlich immer schwierig, nur eine rauszusuchen, sondern ich habe euch mehrere Geschichten, nämlich Geschichten zum Berichten zum Thema, ja, die Zeit von mir und meinem Dad. Also, als ich ein kleines Mädchen war, da war ich wirklich von Anfang an, war ich ja immer total vernarrt in meinen Vater. Also, er war so mein bester Freund und ja, er ist auch heute noch irgendwie. Und damals war es dann so, dass unsere Familie diese Hütte hatte. Also, die war so, ja, richtig zerfallen und muffig und schrecklich jetzt, wenn ich jetzt frage. Aber als ich ein Kind war, war es immer das totale Abenteuerparadies. Und ja, hinter dieser Hütte gab es dann auch diesen Bach. Und jedes Jahr bin ich mit meinem Vater, habe ich schon mit meinem Vater im Auto abgemacht. Dieses Jahr schaffen wir es, dass der Bach nicht weiter fließt. Wir bauen einen so großen Staudamm, dass gar nichts mehr dadurch kann. Und jedes Jahr habe ich dann mit meinem Vater alle Äste und Steinchen gesucht und habe die dann da gestapelt am Ufer von diesem See. Und habe dann eigentlich im Prinzip nie mehr geschafft als ein Staudamm, der ungefähr, ja, so war. Aber ich habe mir jedes Jahr eingeredet, nächstes Jahr schaffen wir es, diesen Fluss zum Stehen zu bringen. Ja, und noch so eine Sache, die mein Vater immer für mich gemacht hat, ist, wir haben Spiele gespielt. Aber wir haben nie, ja wirklich gar nie Spiele nach der Anleitung gespielt. Wir haben immer angefangen, die Spielregeln irgendwie umzuformen. So, dass ich am Ende gewinnen konnte. Und ja, es war wirklich für meinen Vater schwer, weil er jemand ist, der gerne gewinnt. Und ja, da hat er für mich wirklich hier und da akzeptiert, dass er gerade mal verliert. Das ist was, wo ich ihn dafür wirklich sehr schätze. Das Doofe ist nur der Nachteil, ich habe jetzt einen immensen Siegeswillen gewonnen. Also ich kann nicht verlieren. Ich kann das einfach nicht. Ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Ja, zumindest wenn es um meinen Vater geht, da habe ich immer diesen Wettstreit. Ich finde immer, das Beste für mich ist, mich mit meinem Vater messen, weil ich irgendwie ihn so als, ja, er ist für mich so das große Vorbild, weil er irgendwie, ich nehme irgendwie meine Eltern beide so zum Vorbild und er heißt für mich irgendwie so das Vorbild im ehrgeizig sein oder im genau sein und solchen Sachen. Und wenn ich dann ihn irgendwie in so Spielen gewinne und schlage, dann ist es für mich immer das Allergrößte. Dafür habe ich sogar schon mal beim Pokern ganz, ganz übel geschummelt. Oh Gott, das sollte man so gar nicht sagen, aber ja, so ist es halt. Ja, eine andere Sache, die mein Vater und ich auch oft gemacht haben, war, früher, als ich ein kleines Mädchen war, da hat er mit mir immer Puppen gespielt, was wirklich nicht selbstverständlich ist, weil er mein Vater ist. Und dann haben wir immer zusammen Puppen gespielt und er hat immer Ken gespielt. Das fand ich immer ganz toll. Ja, und noch so, okay, jetzt eine Geschichte. Also, man muss zu diesem Punkt sagen, es war auch meine Schuld, aber die Geschichte muss man einfach erzählt haben, weil die ist so lustig. Also, als ich ungefähr so, ich würde schätzen, zwischen 9 und 12 war, haben meine Mutter und ich das Buch Die wilden Hühner gelesen. Und damals, weil es damals irgendwie voll in war oder ich weiß nicht, irgendwie hatten wir das damals als Buch und das habe ich jede Nacht vorgelesen bekommen, bevor ich schlafen gegangen bin. Ich weiß, ich hätte es auch schon selbst lesen können, aber vorgelesen bekommen war einfach viel schöner. Und eines Abends war es so, dass ich dann eben mein Vater mal, ja, früher daheim war. Zu dem Zeitpunkt war er, in dem Halbjahr war er sehr oft sehr spät nur daheim. Und da war er dann mal früher daheim und da habe ich so zu meinem Papa gesagt, ob er mir denn nicht vorlesen kann. Und hat er mir vorgelesen, es war alles schön und er hat gelesen und gelesen. Und irgendwann musste ich mal ganz, ganz dringend aufs Klo. Ich habe gedacht, ich platze gleich. Und dann habe ich meinen Papa so an die, also wirklich, es war noch hier, da ist er dann hier gesessen. Dann habe ich da so gestupft und so gesagt, du Papa. Nee, es war gar nicht so, mein Bett stand damals so rum. Ja,
Es stand tatsächlich, es gab mal Zeiten, da hat mein Zimmer anders ausgesehen, weil ich damals noch keinen Schreibtisch hatte. Und da stand dann mein Bett, das hier jetzt steht, zum Fenster so. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so rüberkommt, aber auf jeden Fall habe ich dann immer meinen Vater so bestimmt: Du Papa, ich muss mal. Du Papa, ich muss mal. Du Papa, ich muss wirklich dringend. Und es ging dann so, glaube ich, 2, 3 Minuten. Und dann irgendwann habe ich dann meinen Satz geändert mit: Du Papa, ich gehe jetzt. Du Papa, ich gehe jetzt wirklich. Du Papa, ich bin dann jetzt weg. Und dann bin ich auf jeden Fall zum Klo gerannt. Und ich habe noch im Wegrennen gehört, dass mein Papa weiterliest. Bin ich dann auf jeden Fall, ich habe dann auch auf Klo und dann irgendwann, als ich vom Klo runtergekommen bin, weil ich hatte damals schon sehr gute Ohren, habe ich noch gehört, wie mein Vater immer noch liest. Habe ich mir gedacht, oh nein. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du Mama, Papa liest, obwohl ich auf dem Klo bin. Da ist meine Mutter zu meinem Vater ins Zimmer gegangen und hat zu ihm so gesagt, wem liest du eigentlich gerade vor? Und da ist er dann so ein Kind. Und dann hat meine Mutter so zu ihm gesagt, ja, die ist gerade auf dem Klo gewesen. Ja, solche Geschichten sind bei mir und meinem Papa irgendwie, wir hatten es immer total lustig. Noch so eine Geschichte, die ich jetzt noch schnell erzählen kann, ist, als ich ein kleines Mädchen war, oder naja, bis vor 4 Wochen. Ja, also immer wenn mein Vater und ich irgendwie zur selben Zeit zusammen gegessen haben, war es meistens so, dass ich weniger Hunger hatte. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, oder? Er hat einfach mehr gegessen. Anderer Ansatz. Aber auf jeden Fall war es immer so, dass bei mir von meiner Portion Minimum die Hälfte übrig geblieben ist. Und es war immer so, dass ich dann zu meinem Papa gesessen. Also im Prinzip war es immer so, ich habe nur meinen Teller zu ihm hinschieben müssen und er hat dann meinen Teller einfach mitgegessen, so den Rest. Und auch als wir mal zusammen essen waren mit meiner Pflegerin, hallo an dieser Stelle, hat er mir die restlichen Pommes weggegessen und auch für mich einen Salat mitgegessen, den ich nicht mochte, und hat mir angeboten, dass ich von seinem Salat, der besser war, essen konnte. Weil wir haben damals einen Krautsalat gegessen und der war grauenhaft. Aber er hatte dann zur selben Zeit einen grünen Salat mit einem echt mega leckeren Dressing. Ja, und er hat auch was von meinen Pommes mit weggemampft. Also ich hatte richtig Glück, dass er da war. Weil manchmal ist es einfach schön, wenn man jemanden hat, der einem die Hälfte weg ist. Ja. Gut, das war eigentlich heute alles, was ich euch so zu dem Thema erzählen wollte. Es waren einfach mal so Geschichten zum Berichten über meinen Dad und mich und ja, was früher alles so war mit den lustigsten Abenteuern und ja. Ich kann euch noch viele andere Geschichten zu meinem Vater und mir erzählen, wie zum Beispiel die Geschichte, wo ich bei ihm im Geschäft war und ihn das erste Mal gefragt habe, was machst du eigentlich, wenn du im Geschäft bist? Oder die Geschichte, wie wir zusammen beim Schwimmkurs waren und nee, wir waren beim Schwimmen. Ach, die kann ich euch gleich erzählen. Mein Papst und ich, wir waren mal mit Mom zusammen beim Schwimmen. Und dann war es so, ja, ich habe früher tatsächlich gerne geschwommen. Es gibt Zeiten, da habe ich das Wasser gemocht. Heutzutage sind Wasser und ich Erzfeinde, aber damals habe ich es noch gemocht. Und damals war es dann so, dass mein Vater, der ist auch nicht unbedingt so der Wasser-Schwimmbad-Mensch, der hat es auch nie gemocht. Und dann sind wir da auf jeden Fall, mein Vater und ich haben beide, also ich war müde, weil ich schon so viel geplanscht habe und total getobt habe. Und er eben, weil er das nicht so mag. Und dann sind wir beide am Beckenrand einfach nur rumgehangen. Und dann irgendwann sage ich zu Papa, du Papa, wenn wir jetzt nicht weiterschwimmen, dann weiß ich auch nicht, dann kommen wir auch nicht mehr heim. Und meint mein Papa so zu mir, ach, ach. Dann ging es eben so weiter, dass wir immer noch an diesem Beckenrand oder mehr am Rand rum waren. Und dann irgendwann kommt so meine Mutter und meint so, ob wir jetzt nicht ein paar Pommes haben wollen. Und plötzlich kam wieder Leben unter uns Beine und wir sind losgestürmt zu dieser Pommesbude. Ja, gut, die Geschichte ist kurz und ja, wir haben dann Pommes gegessen und danach sind Papa und ich dann praktisch nur noch auf dieser Liege rumgelegen und danach bin ich dann noch ins Dampfbad mit Mom gegangen, was auch voll cool war, weil ich da davor noch nie drin war. Und dann habe ich meine Mutter so gefragt, warum geht man eigentlich ins Dampfbad? Und sie hat mir dann so gesagt, naja, um die Poren und so und das ist gut für die Atmung und die Luft. Und das Einzige, woran ich in dem Moment denken konnte, war, ja, das mag sein, aber dieses Dampfbad riecht total muffig. Oh Gott. Okay. Ja, das
Das war's. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Auflösung unseres Querdenker-Quiz. Und da haben wir schon wieder dieses Querdenker. Nicht Querdenker, sondern Querdenker. Naja. Also wie immer lese ich euch die Frage vor und gebe euch dann wieder die Antwort. Und als kleine Vorwarnung, heute wird sich in der Karte vielleicht meine Trinkflasche spiegeln. Also ich wollte es nur kurz anmerken. Vor dir liegen zwei Zündschnüre. Du weißt, beide brennen genau eine Stunde. Deine Aufgabe, mit diesen beiden Zündschnüren sollst du genau eine Viertelstunde abmessen. Problem, sie brennen nicht gleichmäßig ab. Ist also bei einer Zündschnur die Hälfte abgebrannt, kannst du nicht davon ausgehen, dass eine halbe Stunde vorbei ist. Wie schaffst du es trotzdem, 15 Minuten abzumessen? Ich zeige euch wie immer die Frage. Will ich euch jetzt die Antwort vorlesen. Eine der Zündschnüre zündest du an beide Enden an, die andere nur an einem. Ist die erste Zündschnur vollständig abgebrannt, wird die andere noch eine halbe Stunde weiter brennen. Genau jetzt zündest du die zweite Zündschnur an, am anderen Ende an. Nach genau 15 Minuten wird sie abgebrannt sein. Also weißt du, man kann sich's auch schwer machen, wenn es einfach geht. Also hier ist wie immer die Antwort. Das war's für heute und für diese Woche. Wir sehen uns erst nächste Woche. Naja, also außer wenn ihr jetzt mein Video zweimal seht. Aber wir sehen uns nächste Woche erst wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was war euer coolstes Abenteuer so mit eurem Dad. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an ibel.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wundervolles Wochenende. Ich bin mal gespannt, welches Abenteuer mein Vater und ich dieses Wochenende erleben. Und wenn es was Lustiges ist oder was Spannendes, erzähle ich es euch nächsten Freitag oder nächsten Mittwoch. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss!